So, Tag auch Leute. Ich will heute einmal mit euch die Noten besprechen für die Spieler für unser Spiel gegen Regensburg. Und sind keine guten bei rumgekommen, so viel nehmen wir schon mal vorweg. Aber ja, lass mal zusammen reinschauen. Ja, fangen wir an mit Ralf Fährmann. Ralf Fährmann ist von vielen für das erste und teilweise auch für das zweite Gegentor, ja, ist ihm angekreidet worden, weil er sich da zu passiv verhalten hat. Ich finde, in dem Falle, ja gut, hätte auf jeden Fall besser aussehen können, hätte er sich mehr Mühe geben können. Im Endeffekt, wenn er allerdings wirklich gesprungen wäre, beziehungsweise wenn die Sicht... Die Sicht war nun mal einmal so verdeckt, dass er da auch nicht wirklich großartig eine Chance gegeben hat. Dennoch habe ich das auch in meine Bewertung mit einfließen lassen. Ihr habt Ralf Fährmann eine 5 gegeben, ich eine 4. Dann Thomas Auwejan kriegt von euch eine 4. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, dass er Gas gegeben hat über die linke Seite, dass er versucht hat und gemacht hat. Verhältnismäßig auf jeden Fall eine gute Note, die 4. Von mir allerdings kriegt er eine 5, weil ich pauschal gesagt habe, ganz ehrlich, die komplette Verteidigung von mir kriegt in diesem Spiel, nachdem wir 4-1 verloren haben gegen Regensburg, kriegt keiner besser eine Note, bessere Note als eine 5. Und da bin ich einfach pauschal unterwegs. Dann Malik Chau kriegt von euch eine 5 und die kriegt er auch von mir. Ist wirklich ein ganz schlechtes Spiel von ihm gewesen, überhaupt nicht im Spiel gewesen. Sehr schläfrig unterwegs gewesen und deswegen Malik Chau absolut zu Recht die 5. Vielleicht wäre es sogar am Rande einer 6 gewesen, allerdings. Wo wir gerade schon mal bei der Note sind, kommen wir direkt zu Florian Flick. Der hat natürlich wieder einen riesen Block geschossen, direkt zu Anfang. Das ist natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt immer gewesen. Will man Flick eigentlich alleine dafür die Schuld geben? Ich meine, gut, im Nachgang muss man wirklich sagen, okay, das Experiment mit ihm auf der Innenverteidigerposition ist schlicht und einfach gescheitert. Auch ich habe vor dem Spiel noch gesagt, okay, lass ihn da nochmal spielen, aber bin dann auch eines Besseren belehrt worden und ihr habt ihm eine 6 gegeben und ich habe mich auf jeden Fall angeschlossen. Dort gibt es auch eine 6 dann von mir, von Florian Flick. Sehr schade für den jungen Mann, allerdings vielleicht können wir ja jetzt was draus lernen. Vielleicht kann er jetzt mal wieder auf seiner besseren Position eingesetzt werden, nämlich auf der 6. Dann Marcin Kaminski hat von euch eine 4 bekommen und ich gebe zu, Marcin Kaminski war der mit Abstand beste Verteidiger von uns auf dem Platz. Also aus meiner Sicht zumindest. Und er macht auch generell eine super Saison. Ich finde wirklich, ist echt ein super Transfer gewesen, Marcin Kaminski. Der macht einen wirklich souveränen Eindruck. Allerdings fällt auch er bei mir unter die Regel. Keiner bekommt in diesem Spiel eine bessere Note als eine 5, zumindest nicht in der Abwehr, nach einem 4-1 gegen Regensburg. Deswegen kriegt er von mir eine 5. Dann Reini Ranftl, habt ihr auch besser gesehen, hat von euch eine 4 bekommen. Bei mir gibt es auch wieder die 5, gleiches Prinzip. Bei Ranftl muss ich sagen, ja, der hat jetzt keinen großen Bock geschossen, definitiv nicht. Allerdings habe ich aber auch überhaupt gar keinen Druck über die rechte Seite wieder gesehen und das erwarte ich mir einfach von ihm auf der Position und deswegen bleibt es bei der 5 für ihn. Dann Viktor Paulsson hat von euch eine 4 bekommen und ja, bin ich dabei. Paulsson kannst du nicht viel vorwerfen in dem Spiel, er hat gemacht, versucht und getan, hat die ein oder andere Grätsche ausgepackt, den einen oder anderen guten Zweikampf, ist generell einer der besten Zweikämpfer der Liga, wenn nicht sogar der beste und absoluter Leader-Typ. Gefällt mir sehr, sehr gut, allerdings auch er natürlich im Defensivverbund hat das auch nicht geschafft, die anderen so anzuleiten, dass wir nicht 4-1 verlieren und deswegen bekommt er von mir die 4. Dann Rodrigo Salazar, für mich ein Spieler, der am Anfang versucht hat, versucht und sich nachher aufgegeben hat. Hat gemerkt, dass die Mannschaft überhaupt nicht mitzieht,
überhaupt nicht ja, auch auf das eingeht, was er selbst bringt, was er selber macht und danach sich selber aufgegeben hat und danach einen Fehler nach dem anderen gemacht hat. Und deswegen habt ihr ihm eine 5 gegeben und ich auch. Ja, schade eigentlich. Ist mit Sicherheit einer der spielerisch besten Spieler. Und ganz ehrlich, ich lese auch immer wieder Kommentare nach dem Motto, dass unsere Mannschaft so schlecht ist. Ganz ehrlich, Rodrigo Salazar ist so ein krasser Kicker. Victor Paulsson ist so ein krasser Kicker. Es sind so viele Spieler, sind so extrem gut bei uns. Auch der neue Ko Itakura, werden wir gleich noch drüber sprechen. Also finde ich komplett verkehrt, diese Aussage. Ich denke, es muss sich einiges bei uns auf jeden Fall im Coaching, muss ich einiges tun. Ja, einfach auf der mentalen Ebene der Spieler. Könnt mich schlachten für diese Aussage. Letztes Jahr haben wir auch nur über Mentalität gesprochen, aber letztendlich, sorry, hat das auch einfach gefehlt. Die Leute, die Jungs, die waren einfach durch, die konnten nicht mehr. So, dann Dominik Drexler. Habt ihr eine 4 gegeben? Habe ich mich angeschlossen. Das ist auf jeden Fall einer, der gekämpft hat, einer, der versucht hat und getan hat. Allerdings, wenn du halt so relativ einsam kämpfst, dann bist du auch relativ schnell aufgeschmissen. Deswegen jeweils eine 4 von mir und von euch. Dann Marius Bülter. Habt ihr eine 4 gegeben? Ich eine 5. Ja. Nee, also weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht die großartige Begründung gesehen, warum ich Marius Bülter in diesem Spiel keine 5 geben sollte. War jetzt nicht am Treffer beteiligt, war ja, muss immer einen riesen Aufwand betreiben, um sich Chancen zu erarbeiten. Was, ne? Wie gesagt, wenn es nachher zum Erfolg führt, ist ja auch wunderbar. Ich finde, Marius Bülter ist auch ein Top. Neuzugang, allerdings in diesem Spiel halt sehr ineffektiv gewesen, deswegen von mir eine 5. Dann Simon Terodde, ja, und jetzt muss man auch natürlich mit einberechnen, dass wir alle sehr emotional waren, als wir diese Noten aufgestellt haben. Also kurz zur Erklärung, wer das nicht weiß, wir machen das immer einen Tag nach dem Spiel. Simon Terodde hat jetzt eine 3 bekommen und man muss ja dazu sagen, ganz ehrlich, Simon Terodde hat ja einfach seinen verfickten Job gemacht. Entschuldigung für das Wort. Er hat einfach seinen Job gemacht. Ja, und er hat ein Tor geschossen. Was will man also eigentlich mehr erwarten, ne? Er war hinten, der war so oft in der Verteidigung, unfassbar. Dennoch habt ihr ihm eine 3 gegeben und ich ihm auch eine 3 gegeben. Und so kann man auch sehen, dass alle diese Noten... Da wird einer abgeholt. Und somit kann man auch sehen, dass alle diese Noten natürlich immer mit einer gewissen Emotionalität dann auch vergeben werden. Ja, wie gesagt, mehr für mehr als eine 3 hat es in dem Fall einfach nicht gereicht. Dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt ist Ko Itakura. Und Ko Itakura... haben wir jeweils eine 4 gegeben. Ich fand, ja, der war nicht eingebunden irgendwie ins Spiel, aber ganz ehrlich, du hast echt gesehen, dass der Mann Qualität hat, ne? Also was der teilweise für Bälle gespielt hat, was der für eine Präsenz auch hinten in der Abwehr drin hat, ne? Ganz ehrlich, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich nicht habe an Dimitrios Gramotzes, dass er den eingewechselt hat. Das ist eher ein Kritikpunkt, ja, okay, warum... Was mit dem Wouters los? So, das ist eher ein Kritikpunkt an dem Wouters. Warum setzt er sich nicht im Training durch, dass der mal zum Einsatz kommt? Oder Timo Becker? Oder, wie gesagt, wenn ihr wollt, dann kann man auch, ja, was weiß ich, den Trainer dafür kritisieren, dass er nicht mehr aus den rausholt. Oder Rufen Schröder, dass er den Becker nicht verkauft hat. Oder den Wouters überhaupt geholt hat. Also, wie gesagt, da... Das finde ich halt eine seltsame Kritik auf jeden Fall. Ich finde, der hat ein gutes Debüt gemacht für die Umstände, in denen er gesteckt hat. Ist nicht so negativ aufgefallen wie andere auf jeden Fall. Und deswegen kriegt er von mir eine 4 und von euch auch.
Jo, dann Darko Chulinov ist reingekommen, auch bei ihm eigentlich alles top gemacht, hat sofort eine Vorlage gebracht. Eigentlich ist da auch wieder, sehe ich auch wieder ein bisschen viel Emotionalität drin in dieser Notenvergabe. Darko Chulinov von euch eine 3, von mir auch eine 3. Für den Kurzeinsatz mit einer Torvorlage müsste es eigentlich eine 2 geben, aber wie gesagt, einen Tag nach der nach dem Spiel gemacht und ja, es fällt mir auch schwer, ganz ehrlich, jemandem eine 1 oder eine 2 zu geben, wenn die gesamte Mannschaft, dann ist es auch irgendwo eine Mannschaftsleistung, dann ihm da eine bessere Note zu geben. Dann Dimitrios Gramotzes, waren wir uns alle einig, für dieses Spiel gab es eine 6, einmal wegen Florian Flick. Ich habe es eben schon mal gesagt, Florian Flick ist für mich eigentlich auch eine Sache, die ich auch gemacht hätte. Aber naja, gut, dann hätte ich in dem Falle dann auch nachher, nach dem Spiel, eine 6 verdient gehabt. Nichtsdestotrotz, es sind auch andere Dinge, die zu kritisieren sind. Seine defensive Einstellung, die Fünferkette, zumindest in der Rückwärtsbewegung, also das 3-5-2-System, ist aus meiner Sicht ein System, was im Moment halt nicht funktioniert, wird dann funktionieren, sobald Reini Ranftel oder Mehmet Can Aydin auf der rechten Seite richtig Gas geben, zusätzlich zu Thomas Auvejan, dann kann es funktionieren, aber im Moment hängen wir da als Verein doch ziemlich in der Luft mit diesem System. Jo, genau, dann Schiedsrichter, da gab es nicht großartig noch was zu meckern, der kriegt von euch eine 3, von mir eine 3 und ja, das waren die Noten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, klar, das haben wir schon im Stream alles miteinander besprochen. Allerdings, einige haben nicht unbedingt Bock, sich den kompletten Stream nochmal reinzuziehen wegen den Noten. Und so habt ihr es einfach nochmal kompakt und gerne ein Feedback unter das Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen, hau rein. Bis dahin. Ciao, ciao.